So, hallo zusammen. Skat Community Club gibt es auch mal wieder ein Video von mir. Ich muss nämlich noch meine letzten Listen vollkriegen. Ich habe 11, brauche 14, also fehlen noch drei. Heute ist die erste und nächsten Dienstag dann hoffentlich die letzten beiden. Ja, und das ist die zweite Serie heute. Die erste konnte ich nicht spielen, da war ich noch unterwegs. Aber bei der mache ich jetzt mit und spiele mit zwei von euch. So viele sind nicht mehr online. Die meisten werden wahrscheinlich ihre 14 Listen schon voll haben. Wobei man kann ja auch mehr spielen. Dann kriegt es ja irgendwie zwei Bonuspunkte pro Liste. Ist ja auch nicht so verkehrt. Genau. Aber ich muss auf jeden Fall spielen, denn sonst. Habe ich noch angemeldet? Ja. Denn sonst komme ich nicht auf die Listen. Und hier schreibt Martin gerade am 28.03. Das ist also. Nächster Donnerstag findet um 19 Uhr die Siegerehrung statt. Und ja. Die findet diesmal nicht auf seinem Kanal, sondern auf dem von Euroskat statt. Euroskat hat ja seit geraumer Zeit einen Kanal. Gibt es nicht so viel Uploads regelmäßig, aber zumindest einiges gibt es da schon. Könnt da mal vorbeigucken. Und die Siegerehrung wird auch dort sein. Gut, dann geht's, glaube ich, weiter, sobald dieser Tisch fertig ist. Mit Jens, Hundena und 10 AGP 23. Die meisten habe ich auf jeden Fall schon gespielt. Vielleicht heute mal wieder gegen Marco. Lange nicht mehr gegen Marco gespielt. Mal sehen. So, na gut, bis es losgeht, werde ich mal das Video noch pausieren kurz. So, und da sind wir am Tisch mit Timu und Jens Mann, RSA. Gucken wir gleich mal auf die Stats. Timu hat ein bisschen offensiver unterwegs, aber nichts Außergewöhnliches und Jens eher defensiv. Alright, dann gucken wir mal, was Phase ist. Ja. Damit kann man arbeiten. Na, wir drücken mal. Beliebte Split-Drückungen in Mittelhand. Okay. Hatten wir ja ziemliches Glück, dass der, der überstechen musste, nur mit dem Alten überstechen konnte. Ja, wir nehmen auf jeden Fall den Null mal raus, sei denn Jens will jetzt auch noch zwei Kreuz drin. Herz gereizt. Wir drücken trotzdem Standard. Ja,
Tja, dann gewinnen wir den wohl nicht. Soll doch einstechen. Und nicht abwerfen. Dass er tatsächlich nur zwei Pik hat, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Könnten Grand Hand machen, aber ich guck mal lieber rein. Gut. Die 10 Lusche. Stand nicht gerade auf Schneider die Karte. Weil die beiden Herz drücken dann, ne? Schneider. Habe ich sogar kurz überlegt. Vielleicht auch besser, wa? Beiden Herz drücken. Ich weiß gar nicht, warum ich es nicht gemacht habe. War ja immer weniger Stiche ab. Auf jeden Fall falsch gedrückt. Ja, das ist ja immer von Ass 10. Jens will weiterspielen. Ja, ein Vorhand ist wahrscheinlich der Peak besser, ne? Trümpfe 4-2. Ja. Es ist so ganz sinnvoll mit dem Unterzug. Die Sache anzugehen. Na gut, den Hinterhand tendiere ich dann doch eher zum Sechstrümpfer. Die Frage ist nur, wie wir drücken. Ich drücke tatsächlich mal so. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ist ja jedes Spiel gemacht. Hätte ich doch anders drücken sollen, wenn er so, wenn die 10 blank steht dort. Schade drum.
Okay. Dann gewinnen sie wahrscheinlich. Ja. Durch die Drückung, ne? Doch anders drücken, dann wird's, glaube ich, kein Sieg. Können wir 0 probieren. Ich krieg ja jedes Spiel hier kampflos. Also ist fast der Kreuz stärker, ne? Nur weil der 0 halt nicht besonders stark ist. Maske geöffnet. Brutal. Brutal. Im Buben stechen. Oh, reicht mir auch so leider nicht. Selbst wenn ich mit dem Buben steche. Machen wir wieder den Kreuz. Beide mehr Punkte als ich, obwohl ich jedes Spiel mache. Frechheit. Frechheit, Frechheit. Na, wir spielen mal die vor. Na, 18 sage ich trotzdem, aber diesmal überlasse ich es jemand anderem. Dass seine 10 nicht opfern wollen, haben wir natürlich einen Stich weniger dadurch. Tja, und jetzt bleibt die Karte dann doch mal ruhig, aber gut, bei 8 Spielen in Folge nicht ungewöhnlich. Nur schade, dass ich 3 davon verloren habe.
Er hat alle. Oh je, bei 46 hat er nicht das Ass gespielt. Das ist dann unsere Niederlage leider. Schade. Auch kein schönes Spiel. So. Einunddreißig haben sie. Das sieht nach Gang Hand aus. Ja. Oder? Reiz Pik mit 2 in Hand. Stehen die Karten auf jeden Fall nicht besonders gut. Oder Reiz nur noch während einfach. Wir spielen mal den Gang Hand. Mal gucken. Trotzdem noch Schneider. Interessant, dass er mir nicht die Jungs abzieht, aber wahrscheinlich wusste er schon, dass das nicht viel bringt. Dame blank. Okay. Das darf er natürlich nicht nachziehen eigentlich. Oh, guck an. Dann war es doch ganz gut. Fünf Trümpfe.
Der ging nicht. Schon wieder alle vier Asse. Ja, man drückt, glaube ich, die drei Augen einfach, damit man was gedrückt hat, ne? Vierzehn. Ist nicht schön. Aber noch uns den Schneider erspielt. So, jetzt kommt Jens endlich mal zum Zuge. Na, eins hat er schon gehabt. Jetzt zieht den zweiten Jungen nicht ab. Oder er hat alle drei. Er hat alle drei. Er wird Pik reizen. Karo Hand ist mir ein Ticken zu schwach. Ja, das war ein Riesenspiel. Was liegt da drin? Noch ein Pik. Unten Gang hinterher, damit übernimmt er die Führung. Wir haben mit Vieren vielleicht, wenn er sich hier traut, sogar zu schneiden. Da fast nochmal schneiden können. Bei 22 weg.
Also, drum spielen. Kriegen wir vielleicht das Ass sogar noch. Aber er ist schon durch. Einmal umgedrückt. Aber nach meiner Karte und passe, passe, müsste er eigentlich ein ganz gutes Spiel haben. Ja, dann dachte ich mir auch. Okay. Gut, soll er da einstechen. Dann war der Einstich doch nicht so gut, wenn wir die beiden Alten hatten. Dann nochmal Karo Ass spielen. Vielleicht besser. Was eigentlich nichts. Zwei Jungs drin. Dann wäre es doch was gewesen. Naja, dafür ist das was. Sieben. Mal den Gramm jetzt hier erzwingen. Naja, der Gramm ist echt. Der Gramm ist echt nicht sinnvoll. Guck mal, da stehen noch. Gut, dass wir nicht den Gang gespielt haben, sonst wird der Peak sogar noch schwer. War jetzt nicht mehr. Dann sind wieder zwei Jungs drin, ja, wollte ich gerade sagen. Die beide passen, so heben wir uns mal die Schwarzchance noch auf. Zwei Jungs dort. Gepasst, okay. Wird wohl nicht schwarz werden, ne? Dame fällt dort. Doch, jetzt ist schwarz. Dass ich noch die 10 blank geworfen. So, letztes Game. Ah, das passen wir gemütlich. Gute Liste am Ende 822. Kann man mit arbeiten. Wir gucken gleich mal in die Tabelle rein noch. Warum er mir da nicht Kreuz Ass reingibt. Das verstehe wer will. Ich glaube, wenn er mir Kreuz Ass reingibt, haben wir sogar noch eine Siegchance. Naja. Gut, das war's.
Und beide schon offline. Glückwünsche hebt sie mir. Ich schreibe trotzdem Danke in Chat. Gut, dann gucken wir uns mal die Tabelle an. Die findet man immer hier unter Special Skat Community Club. Achso, vielleicht sollte ich nebenher auch nochmal mir merken, was ich gespielt habe. 822, okay. Genau, weil die Tabelle ist natürlich Stand letzte Woche. Dann holen wir mal den Kalkulator raus. Ich bin auf Platz 11 aktuell, wobei eigentlich auf Platz 1, 2. Ich glaube, Thomas hat gespielt heute, also der kommt auch noch auf die 14. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf Platz 7 bin ich eigentlich. Und jetzt 822 dazu. Achso, es gibt gar nicht. Ich muss meinen Schnitt nehmen. 712, 82 mal 11 plus 822 durch 12. So wird ein Schuh draus. Haben wir jetzt 721er Schnitt und überholen doch einige Leute. Rücken vor auf Rang 3. Top 3 wäre natürlich nice. Ich weiß gar nicht, was gibt's denn diesmal? Naja, Top 2 ist nur interessant. T-Shirt würde ich gern haben. Ja. Gut, für T-Shirt oder Jacke müssen wir halt noch. Entweder Thomas hat heute nicht so gute Ergebnisse gehabt. Oder wir müssen nächstes Mal nochmal ranklotzen. Wie ist denn das Ergebnis der ersten Serie ausgegangen? Das können wir mal gucken. Haben wir ja nicht mitgespielt. Wo kann man hier nach Club? Hier. Ah, gibt es noch keine Ergebnisse. Warum eigentlich? Okay. Noch nicht veröffentlicht. Na, dann eben nicht. Gut, dann lassen wir uns mal überraschen, wie Thomas dann, ob Thomas sich irgendwie verschlechtert hat oder nicht und wir noch eine Chance haben auf das T-Shirt oder nicht. Genauso natürlich Bruno, Josh, die haben ja auch heute auch gespielt. Momo, kann ja sein, dass die auch sich verbessert haben. Alles klar, wir haben jedenfalls jetzt, was habe ich gesagt, 721,92. Beauty. Dann bis zum nächsten Community Club. Macht's gut. Tschüss.